Aktien im Fokus heißt das Format mit Free Stocks und Fit for Finanzen. Auch heute gibt es wieder ein Unternehmen. Diesmal haben wir wieder ein Schätzchen entdeckt, was in der Berichterstattung bisher noch keine Beachtung fand, aber dafür jetzt umso mehr. Nach dem Intro geht's los. Zusammen mit dem Roland Jägen. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, wir freuen uns ja immer wieder, Aktien zu finden, die zum Beispiel von der Community uns ähm, an die Hand gelegt wurden. Macht doch mal darüber ein Spezialformat oder die uns auffallen, weil sie durch irgendwelche Top- oder Flop-Listen durchrennen. Genau, und die Aktie, die wir uns heute anschauen, die war in der Tat in der jüngsten Zeit recht volatil. Es geht um die Upstart Holdings, ein Finanztechnologieunternehmen bzw. Kreditvergabeunternehmen aus den USA. Ja, Upstart klingt schon so, dass es volatil ist, dass es zumindest schnell nach oben geht. Ähm, gibt natürlich beide Richtungen an der Börse. Wir gehen nachher auf das Chartbild selbstverständlich ein, aber wollen erstmal gründen, was die machen. Also Low Fixed Rates heißt ja im Grunde genommen für geringe Gebühren auch mal schnell einen Kredit bekommen. Ganz genau, es geht hier um die Kreditvergabe und insbesondere natürlich auch für Personen, die es sonst vielleicht etwas schwieriger haben, weil sie noch keine lange Kredithistorie haben oder warum auch immer. Und Upstart möchte es hier entsprechend den Kreditnehmern etwas einfacher machen, entsprechend hier auch an Kredite von renommierten Banken zu gelangen. Ja, und das betrifft natürlich Studenten, das betrifft auch jemanden, der vielleicht mit Kreditkarten schlechte Erfahrungen äh, gemacht hat oder eben einfach dem ein Kredit zu lange dauert, bis die Bank ihn genehmigt. Wir haben mal ein paar Fakten zusammengetragen. Das Unternehmen gibt es tatsächlich seit 1999. Und äh, der Clou dahinter, warum man auch so viel Zeit beim Thema Kreditantrag, Kreditvergabe einspart, ist, dass das Ganze mit einer künstlichen Intelligenz in einer Cloud äh, arbeitet. Und das soll laut Unternehmensbesprechern nur wenige Minuten dauern. Ja, das ist wirklich in der Tat ein interessantes Geschäftsmodell, dass man hier Algorithmen und maschinelles Lernen nutzt, um die Kreditwürdigkeit von diesen Antragstellern anhand von einer ganz umfangreichen Liste von Bewertungskriterien letztendlich zu beurteilen. Und das geht natürlich sehr, sehr schnell, dass einfach diese KI-gestützte Infrastruktur nutzt. Ganz viel wird da rationalisiert, was sonst Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Bankgeschäften traditionell erledigen müssten. Und am Ende kommt dann entweder die Zusage oder auch die Absage. Das gibt es ja auch. Das heißt ja nicht automatisch, dass man einen Kredit bekommt, nur wenn man dort einen Antrag stellt. Das kann man aber auf der Webseite selber tun oder eben auf Partnerseiten, die bei Banken beispielsweise integriert sind, in drei Schritten. Genau, es ist in der Tat möglich, dass äh, Banken auch direkt äh, diese äh, Infrastruktur von äh, Upstart Holdings nutzen. Und das ist, sind dann so sogenannte White Label Partner letztendlich, die das nutzen. Ja, der, äh, der Prozess ist in der Tat sehr einfach. Man gibt halt eben gewisse Kriterien hier ein und, ähm, ist letztendlich mit wenigen Klicks durch diesen Prozess und dann erfährt man auch direkt im Anschluss, ob man hier den Kredit bekommt oder eben nicht, beziehungsweise maximal dauert das Funding dann, das heißt die Kreditvergabe, einen Werktag. Ja, das klingt äh, super. Das ist ja fast wie bei einer Kontoeröffnung. Teilweise bei einigen Brokern geht es auch sehr, sehr schnell. Bei anderen in der Sparkasse, bei einem Girokonto beispielsweise. Kann sich das auch mal ein, zwei Wochen hinziehen, habe ich vom Nachbarn erst neulich erfahren. Was, für was braucht man Kredite? Für persönlichen Bedarf? Vielleicht mal für eine Überbrückung, wenn man gerade nicht im Lohn und Brot steht oder eben auch, wenn man sich ein Auto kaufen möchte. Und das kann man ja quasi schon auf den Werkhof ausfüllen und kann die Zusage an äh, den Autoverkäufer geben oder auch nicht. Genau, das sind die Hauptstandbeine, die man hier hat, die Privatkredite, die sich hauptsächlich im Rahmen von 1000 bis 50.000 Dollar bewegen und dann entsprechend hier die Finanzierung von Autokäufen. Ja, und man hat dann natürlich auch als Geschäftsmodell ähm, hier die gewissen Fees, also man kriegt eine, eine Servicepauschale aus Sicht des Unternehmens, aus Sicht von Upstart und das ist auch das größte Geschäftsmodell und nebenbei werden natürlich auch nochmal zwei, drei Kleinigkeiten mitverkauft, aber das macht gar nicht so die Runde. Genau, das ist in der Tat nicht, nicht so wichtig, sondern hauptsächlich geht es hier um die Gebühren für die Dienstleistungen, die man entsprechend hier einnimmt. Gerade in der Corona-Zeit hat man hier aufwarten können mit ganz vielen Sachen, die quasi ohne Menschen zwischentun erledigt werden konnten. Mittlerweile hat sich das Blatt etwas gewendet, was zumindest die Ertragslage angeht. Die Umsätze sind nicht mehr gestiegen und man ist sogar wieder in die Verlustzone zurückgefahren. Ja, insbesondere natürlich durch die gestiegenen Zinsen, ähm, durch die Nachfrage nach den Krediten äh, immer geringer. Und man hatte natürlich aufgrund der Nullzinspolitik äh, ein sehr einfaches Jahr, vielleicht auch 2020 und 2021, konnte stark äh, wachsen. Es gab eine starke Nachfrage, die konnte man dann auch sofort bedienen. Die Nachfrage nach Krediten hat nachgelassen aufgrund der hohen äh, Zinsen. Und äh, das sorgt natürlich dafür, dass die, das Unternehmen als auch die Aktie sehr unter Druck geraten ist in den letzten Monaten. Wenn man das auf die Quartalsbasis runterbricht, könnte aber das Schlimmste schon hinter uns liegen, was zumindest das Minus angeht und man peilt dann auch in den nächsten Jahren auch wieder die Gewinnzone an. Aber da sind ein paar Investmentbanker noch skeptisch, denn auch mit den jüngsten Quartalszahlen wurde erstmal noch ein Umsatzrückgang und ein höherer operativer Verlust als vorab prognostiziert gemeldet. Ja, und der Umsatzrückgang war in der Tat sehr stark. Also, es waren über 40 Prozent Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal. Und ähm, das ist schon eine Hausnummer, muss man sagen, bei einem äh, Wachstumsunternehmen, als das man sich auch selbst bezei äh, bezeichnet. Äh, immerhin gab es einen sehr, sehr kleinen äh, bereinigten Gewinn entsprechend hier von 6 Cent je Aktie nach einem Cent im Vorjahr. Aber ins, insbesondere ist das trotzdem relativ wenig, aber zumindest kein Fehlbetrag in dem letzten Quartal. Und was, denke ich, vielleicht noch schwerer gewogen hat, war dann auch der, die schwache Prognose letztendlich. Also im, im kommenden Quartal wird ein Umsatz in der Größenordnung des abgelaufenen Vierteljahres erwartet. Und um beim Gewinn droht ein weiterer Rückschlag, so die Prognosen. Das heißt, hier geht man weiterhin davon aus, dass das Unternehmen zumindest auf Jahressicht äh, noch weiterhin ein Stück weit von der Profitabilität entfernt ist. Ähm, 440 äh, Millionen liquide Mittel gibt es zwar, aber dem stehen auch mehr als eine Milliarde Schulden gegenüber. Und ähm, das ist angesichts der ja doch recht geringen Profitabilitätsprognose doch, ähm, ja, über, über, äh, nicht überraschend, dass die Aktie dann letztendlich in der Folge auch hier ähm, unter Druck geraten ist. Ja, und zwar ging es um 20 Prozent nach unten. Da wurde äh, quasi gleich vom Kapitalmarkt abgestraft. Und wenn man sich das auf die nächsten Jahre anschaut, lässt halt einfach auch die Dynamik nach. Und gerade bei einer hohen Bewertung ist es dann schwierig, die Aktie äh, dann auch noch auf einem hohen Kurslevel zu sehen, verhältnismäßig hohen Kurslevel. Im April hatte JB Morgan ja schon gesagt, dass es da Schwierigkeiten geben könnte. Ja, das auf jeden Fall. Da gab es schon die ersten äh, Warnungen, aber nichtsdestotrotz ist die Aktie ja anschließend äh, förmlich äh, explodiert, könnte man sagen. Zwischenzeitlich äh, war es ja so, dass die Aktie sich wirklich verfünffacht hatte, also mehr als 400 Prozent auf Jahressicht. Ähm, es war auch fast, fast ein Short Squeeze, könnte man sagen. Es gab doch auch eine recht hohe Shortquote hier entsprechend. Zwischenzeitlich waren es ca. 36 Prozent der Aktien, die sich hier die Leer verkauft worden sind. Von daher, es gab eine extrem dynamische Bewegung auf der Oberseite, die aber jetzt quasi mit den, mit den Quartalszahlen auch sehr, sehr stark zurückgekommen ist. Aber nichtsdestotrotz ist die Aktie auf Jahresbasis, wie man in den Zahlen sieht, immer noch sehr, sehr weit vorne im Vergleich zu den Indizes. Das freut vor allem auch die bekannten Anker-Aktionäre, die wir auch in anderen Aktien immer sehen. Die Vanguard gruppe ist wieder mit dabei, aber auch die norwegische Bank Goldman Sachs und die Analysten insgesamt. Die sind jetzt aufgrund des hohen Kurses und der aktuellen Zahlen sehr, sehr zurückhaltend zurückhalten und teilweise auch sehr sehr skeptisch, also teilweise sieht man jetzt doch Kursziele auch von äh, Analysten, ähm, die deutlich unter dem aktuellen Kursniveau noch äh, liegen. Von daher ähm, da sieht man jetzt viele halten Ratings, aber auch viele reduzieren und verkaufen Ratings äh, in den letzten äh, Tagen und Wochen, ja. Bin gespannt, was du zum Chartbild sagst mit dem Free -Stocks tool ja, schauen wir uns die Aktie zunächst hier im großen Bild etwas näher an. Also ähm, der Börsengang erfolgt ja Ende 2020. Dann die phänomenale Aufwärtsbewegung bis zum Allzeithoch bei 400 Dollar. Und seitdem ist die Aktie doch extrem stark zurückgekommen. Also ein starker Abwärtstrend über die letzten anderthalb Jahre. Die Aktie versucht weiterhin oder hat versucht, über äh, einige Monate hier einen äh, Boden auszubilden. Und wenn man dann etwas reinzoomt, äh, sieht man diese lange Bodenbildung hier im Bereich von ca. 12 bis 20 Dollar und dann seit Mitte Mai wirklich die dynamische Aufwärtsbewegung, teilweise wirklich hier Short Squeeze ähnliche Züge bis zum Jahreshoch bei ca. 72 Dollar und jetzt sieht man, wie schnell die Aktie dann auch eingebrochen ist, schon wieder um mehr als 50%. Aber was positiv hervorzuheben ist, wir sind hier in einem mittelfristigen Aufwärtstrend, 50 über 100, über 200 Tage Durchschnitt. Und wir sind aktuell auch auf einem recht markanten Niveau, also einem potenziellen Unterstützungsbereich, wenn man sich die Zone bei ca. 30 bis 32 Dollar einmal anschaut. Dort gab es in den letzten Handelstagen schon kleine Gegenreaktionen. Der 100 Tage Durchschnitt liegt auch auf diesem Niveau bei ca. 31 Dollar. Von daher, es ist ein sehr spekulativer Wert. Ähm, vielleicht sollte man ihn auch nur sehr kurzfristig handeln aktuell. Aber hier kann man vielleicht wirklich mit einem recht engen Stop versuchen, auf eine äh, Aufwärtsbewegung zu spekulieren und darauf, dass vielleicht der 50-Tage-Durchschnitt hier nochmal getestet wird oder sogar hier ein Teil des Gaps geschlossen äh, werden äh, kann. Ansonsten unter 30 Dollar, äh, und da sehe ich es auch ähnlich wie die Analysten, könnten hier doch weitere Abschläge folgen, vielleicht bis in den Bereich von 24 Dollar oder noch tiefer. Ähm, von daher das Risiko sollte man hier ähm, auf jeden Fall mit einfließen lassen und dann vielleicht auch die Positionsgröße äh, relativ gering wär, äh, wählen oder die Aktie nur Intraday handeln, weil da ist sie teilweise doch sehr volatil. Fünf bis zehn Prozent sind hier durchaus an der Tagesordnung im Durchschnitt der letzten Wochen gewesen. Von daher vielleicht ein interessanter Wert fürs Daytrading und dann noch kommissionsfrei mit Freestocks. Von daher, wer es volatil haben möchte, findet hier durchaus einen interessanten Wert dafür. Und vielleicht ist das auch ein Wert für eine potenzielle Übernahme, denn gerade das Thema Studentenfinanzierung und weitere Finanzierungsideen, die eben sehr, sehr schnell und effizient ablaufen, dürften ja für große Geschäftsbanken auch ein Thema werden. Ja, das ist durchaus möglich, dass sich irgendwann auch eine große Bank eben für diese dieses Kreditbewertungssystem der Bank interessiert und dann sagt einfach: ich möchte die Technik übernehmen und dann in meine Prozesse einfließen lassen, würde ich auch nicht ausschließen wollen. Genau, also wir werden es weiter beobachten, wieder ein Puzzlestück in unserer Berichterstattung, bald haben wir die Russell 2000-Werte auch alle beisammen. <laughs> ja, wir suchen immer wieder neue Werte raus und ich denke, es bleibt weiter spannend, auch in den nächsten Wochen und Monaten. Ich denke auch. Danke für die Berichterstattung und Perspektiven. Bis bald, Roland Jegen. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.